Wer Vermögen hat, darf dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Das ist logisch und das ist gerecht. Wer also in einem eigenen Haus lebt, arbeitslos wird, Hartz IV erhält, muss erstmal das Haus verkaufen und vom Erlös leben. Was aber, wenn das Haus unverkäuflich ist, alt, marode, dann wird dieses Gesetz zur Schikane. Roman Benter ist gelernter Maurer. Eine schwere Herzerkrankung bringt den 56-Jährigen schon vor Jahren in die Arbeitslosigkeit. Die ganze Zeit über bekommt er Hartz IV. Für die Instandhaltung seines Hauses ist nie Geld übrig. Die Arbeit würde ich selber machen können. Ich bin ja Maurer, aber ich habe das Material nicht. Müsste ja jetzt neu geputzt werden und neu gestrichen werden. Und da habe ich das Geld nicht für. Weil man das als Hartz IV-Empfänger sich das nicht leisten kann. Auch innen ist der Zustand des Hauses nicht gut. Dennoch, das Jobcenter will nun, dass Roman Benter sein Haus verkauft. Es würde ja Vermögen darstellen. Und das müsse er nun erst einmal aufbrauchen. Hartz IV bekommt er bis dahin nicht mehr. Das hat fatale Folgen. Hier ist meine Heizung. Und hier ist mein Heizungsanschluss, der gesperrt ist. Und warum ist der gesperrt? Weil Jobcenter die Heizkosten nicht bezahlt. Und ich denn auch nicht bezahlen kann. Also Sie werden, wenn nicht was passiert, frieren? Ja. Ja, das ist so. Weil ich gar nicht bezahlen kann. Im Frühjahr stellt er einen weiteren Antrag auf Verlängerung seiner Hartz-IV-Bezüge. Das Jobcenter arbeitet mit einem neuen Prüfverfahren. Und Benters Antrag wird abgelehnt. Wann haben Sie das erste Mal davon gehört, dass Sie mit Ihrem Haus so viel Vermögen haben? Am 28. Mai. Da hat man mir das gesagt. Und dann habe ich am Juni keine Leistung mehr gekriegt. Ab dem 1. Juni gab es kein Geld mehr. Und was hat das für Sie bedeutet? Ja, darüber nachzudenken, ob man sich für 5 Euro einen Strick kauft. Denn man hat nichts. Und wovon haben Sie gelebt? Na, von Spinnen. Flaschen, die man mir am Zaun gegangen hat morgens. Oder eben von fremden Leuten, die eingekauft haben. Benters Problem, er findet keinen Käufer. Der Zustand des Hauses schreckt ab. Und im Garten steht ein weiteres Verkaufshindernis, die Scheune. 300 Quadratmeter groß und einsturzgefährdet. Allein die Kosten für diesen Abriss liegen vermutlich über dem Gesamtwert der Immobilie. Was kostet so ein Abriss von so einer Scheune? Mindestens 80.000 Euro. Weil da viel Feldstein ist, da ist ja viel Müll, was entsorgt werden muss. Mindestens 80.000 Euro. Aber das glaubt mir auch keiner, wenn man das so sagt. Aber ich komme ja vom Bau, ich weiß das. Den Wert des gesamten Eigenheims inklusive Scheune schätzt das Jobcenter auf 26.000 Euro. Dutzende Fälle, wie der von Roman Benter, stapeln sich auf dem Schreibtisch von Rechtsanwalt Alexander Schmidt. Er sieht die Haltung des Jobcenters in diesem Fall kritisch. Zu der Frage, wann Eigentum vom Jobcenter als Vermögen betrachtet werden darf, gäbe es schließlich seit 2009 ein gültiges Urteil des Bundessozialgerichts. Und zwar haben die entschieden, dass man bei der Frage, ob hier Vermögen eine Rolle spielt, überhaupt erstmal gucken muss, ob dieses potenzielle Vermögen innerhalb von 6 Monaten verwertet werden kann. Ob es also eine ganz konkrete Verwertungsmöglichkeit gibt. Und die haben gesagt, wenn das ausscheidet, wenn also dieses Grundstück oder was auch immer, kann auch ganz anderes Vermögen sein, niemand haben will, weil es eben keinen Marktwert hat, dann fällt es aus der Anrechnung als Vermögen komplett raus. Das Jobcenter teilt uns dazu schriftlich mit. Im Fall von Herrn Benter konnte nicht von Anfang an mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es einen Käufer für das Grundstück geben wird. Doch einen Käufer hat Benter bislang nicht gefunden. Häuser, die zwar Eigentum darstellen, aber kein Vermögen. Makler Jens Stahl kennt dieses Problem. Hier in Mecklenburg-Vorpommern stehen massenhaft Häuser, für die es keinen Markt mehr gibt. Es gibt einige Ecken, wo doch noch eine Menge solcher Häuser stehen, ne? Hier vorne sieht man jetzt das nächste wieder, was kommt. Da wagt sich kaum noch ein Kunde ran bei diesem Zustand. Man sieht ja auch den ganzen Hof, alles ist verwildert. Interessenten gibt es immer mal, aber die schrecken dann meistens zurück, wenn sie die Objekte sehen. Jens Stahl nimmt uns mit zu seinem nächsten potenziellen Kunden, zu Familie Schüssler.
Auch diese Doppelhaushälfte muss laut Jobcenter verkauft werden. Dem Ehepaar wurden bereits die Sozialleistungen gestrichen. Eine Hausführung für den Makler soll nun klären, ob es für das Eigenheim der Schüsslers einen Markt gibt. Es ist hier oben das eine Kinderzimmer. Ziemlich alt. Man sieht ja schon am Fenster gleich. Fenster hat Wasserschaden, da unten tropft schon rein. So, Herr Stahl, jetzt gehen wir in das nächste Kinderzimmer. Schimmel in jedem Raum. Kaum einer der angefragten Makler wollte sich das Haus überhaupt ansehen. Hier sollte man auch nicht mehr drinnen schlafen, Frau Schüssler, ne, wenn man sich das anschaut. Das ist wirklich überall. Okay. Ist nicht so rosig, ne? Frau Schüssler, was hat denn das Jobcenter bei diesem Haus für einen Wert für Anschlag? Also das Jobcenter ist der Meinung, rund 79.000, ein paar zerquetsche, 682 und ein paar Pfennige. Das ist laut Lage ihr Standard. Das ist in der Tat der durchschnittliche Preis für ein solches Haus in dieser Region. Allerdings nur dann, wenn die Immobilie in einem Top-Zustand ist. Die Küche haben wir auch 2006 gemacht, auch mit Feuchtraumpaneelen, aber da sind ja auch schon wieder ein paar Stellen. Ich mache mir auch schon Gedanken über Sie, dass Sie hier noch drinnen wohnen bei dem ganzen Schimmel. Ja. Das ist ja für die Gesundheit ist nicht gut. Jetzt wird es ernst. 79.000 Euro. So viel soll das Haus von Gabriele Schüssler wert sein. Zumindest geht das Jobcenter von diesem Wert aus. Doch ist diese Summe auch realistisch? Also ich denke, Sie können sich glücklich schätzen, wenn Sie das Haus hier für 40.000 bis 45.000 Euro verkaufen können. Und dann sehen Sie, dass der Wert, den das Amt jetzt hier für Sie angesetzt hat, der ist niemals auf dem Markt zu erzielen. Ja? Herr Stahl, würden Sie dieses Haus in Ihr Portfolio aufnehmen? Nein, da muss ich ehrlich sein, wir würden es ablehnen, weil wir da keine Chance sehen, das Haus momentan zu verkaufen. Keine Chance, das Haus zu verkaufen, das ist deutlich. Andreas Wegner, Geschäftsführer des zuständigen Jobcenters, sieht das anders. In dieser Situation ist der Leistungsempfänger uns gegenüber insofern beweispflichtig, dass er Anstrengungen unternehmen muss, dieses Grundstück auch zu verwerten. Oder zum Beispiel zu beleihen oder durch andere Handhabung dort Geld zu erzielen. Und das hat die Familie Schüssler in nicht ausreichendem Maße getan. Die Schüsslers geben an, dass sie genau das getan haben. 15 Makler aus der Region und die örtliche Sparkasse hätten ihnen nicht helfen können. Die Sparkasse hat uns gegenüber zum Beispiel auch geäußert, dass sie das verkaufen würde, als Maklerauftrag aufnehmen würde. In einem Schreiben der betreffenden Sparkasse an die Familie Schüssler klingt das anders. Dort heißt es, die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Vermarktung sind derzeit nicht gegeben. Konfrontiert mit dem Schreiben bleibt Jobcenter-Chef Wegner bei seiner Auffassung und lässt die Schüsslers damit ohne jede staatliche Unterstützung. Ohne Hausverkauf leben die beiden nun von einem Minijob, geliehenem Geld und von ihrem Garten als Selbstversorger. Ihr Fall liegt derweil vor dem Sozialgericht. Soweit ist Roman Benter noch nicht in seinem Kampf gegen das Jobcenter. Für ihn heißt es, kein Hausverkauf, kein Hartz IV. Zur Überbrückung bekommt er nun ein Darlehen, rückzahlbar bei Hausverkauf. Darlehensgeber, sein Jobcenter.